Teil 2. Bataillonsstab. Präaquile. Kaverne-Beobachtungsstand. Die rote Markierung zeigt meinen Standpunkt am Zug nach Rücken. Das Bild entstand 1918 und wurde aus einem italienischen Aufklärungsflugzeug fotografiert. Nach der Kriegserklärung Italiens zog sich die KNK-Armee auch von dieser Position Richtung Rovereto zurück. Während der österreichisch-ungarischen Offensive im Mai 1916 mussten sich die Italiener nach verlustreichen Kämpfen bis zur Stellung Trincerone zurückziehen. Dort endete aber der Vorstoß der österreichisch-ungarischen Armee. Die Kavernen sind hufeisenförmig miteinander verbunden. In der Mitte führt ein schmaler Tunnel aufwärts zu einem Beobachtungsstand. Rechts. Der schmale Tunneleingang zum Beobachtungsstand. Das Gebiet im Vordergrund war im Ersten Weltkrieg nicht bewaldet. Im Vordergrund der Ort Marco und dahinter der Ort Mori. Beide wurden während der Anfangsoffensive von der KNK-Armee erobert. Im linken Bereich des Beobachtungsstandes ist durch Erde und Geröll verschüttet.